Mammutmarsch, Ruhrgebiet 2024. Wir sind hier wieder im Landschaftspark Nord. Hinter mir dieser fantastische Sonnenaufgang. Ich bin in der ersten Startgruppe, 6.40 Uhr. Der Check-in liegt schon hinter mir. Ja, mal schauen, wie das Wetter so wird. Wird wahrscheinlich verschwachsen werden. Da hat es schon Regenschauer gegeben, aber im Moment ist es trocken. Also wie gesagt, gleich ist auf die Strecke. Wir haben bestimmt noch einige Bekannte wieder dabei sein. Also ich melde mich gleich wieder auf der Strecke. Für alle, die schon mal dabei sein, ihr werdet es wissen. Alle, die noch nicht dabei waren, das ist hier eine Gemeinschaftsveranstaltung. Es geht. Und vor allem Duisburg hat uns unglaublich offen hier empfangen. Und wir haben unglaublich viele. Ich schicke euch gleich auf die Strecke. Aber natürlich nicht ohne den obligatorischen Mammutschrei. Das heißt, ich sage Mammut, ihr sagt Marsch. Und dann geht es gleich auf die Strecke. Ich sage Mammut! Und dann geht es los für euch in 5, 4, 3, 2, 1, los geht's, alle zusammen, und jetzt mal! So Leute, der Startschuss ist gefallen. Das ist auf der Strecke, wie gesagt, Startgruppe 1, 6.40 Uhr. Ja, ich bin jetzt hier ganz vorne, muss auch mal testen. Ja, ich weiß nicht, ob das so bleiben kann, aber ich führe das Feld an. Mal sehen, ja, Karol ist ja dabei. Ja, schließt glaube ich gleich auf und ja, noch trocken, also noch ein geiler Tag, sag mal einfach so, auch wenn es regnet, dann ist das eben so, ne? Lass uns die Laune nicht von vermiesen, also weiter geht's. Jetzt sind wir hier auf so einer ehemaligen Bahntrasse, ist er glaube ich. Asphaltiert. Ich bin so ein Freund von, ne? Gerade bei diesem Wetter, diese ganzen matschigen Wege. Da bin ich immer ein bisschen aufgeschmissen. Ne? Ich habe kein Profil unter den Schuhen. Da muss man mal nachbessern. Ja, apropos Schuhe. Ich habe bei Instagram neulich mal ein paar gepostet, was schon sehr runtergerockt ist. Ne? Geht auch schon an die irgendwas zwischen 800 und 1000 Kilometer mit dem Schuh gemacht. Wir haben die 165 Kilometer Kölnfahrt. War eigentlich schon der Gnadenstoß. Dann habe ich aber noch Mönchengladbach mitgemacht. Und heute habe ich sie nochmal an. Das neue Paar ist ja schon am Start. Und ich habe gedacht, heute nochmal vielleicht zum letzten Mal hier dieses tolle Paar Schuhe. Ich bin echt froh, dass ich den Schuh gefunden habe. Läuft echt wunderbar. Und wie gesagt, nach dem heutigen Marsch hat er dann wahrscheinlich auch ewige Ruhe verdient. Also, weiter geht's. Jetzt sind wir übrigens schon in Oberhausen. Im Ruhrgebiet ist es ja so, die Übergänge sind sehr fließend. Ne? Kommt auch noch Bottrop und Essen, glaube ich, ein Stückchen. Also, manchmal ist man, ohne es zu bemerken, in einer anderen Stadt. Ja, jetzt sind wir hier am Rhein-Herne-Kanal. Vorne kann ich auch schon das Gasometer sehen. Ja, gehen wir schon am Ziel live vorbei. Und dann kommen wir schon bald. Erste VP. Wahrscheinlich nur ein bisschen auf die Hand wieder mitnehmen. Und dann geht auch kraftvoll weiter. Ja, also bis später. P1 reingegangen, bisschen auf die Hand, Verpflegung geholt. Den treffe ich da mit Karol. Moin. Richtig. Alles gut? Ja, läuft, ne? Ja, muss, ne? Gerade leider ein bisschen angefangen zu regnen, jetzt hat es wieder aufgehört. Ja, typisch April eben, ne? Aber ich habe eben schon gesagt, lass uns die Laune nicht verderben. Und so ein bisschen Wasser, ne? Also, kraftvoll geht's weiter.
23, jetzt gerade voll gemacht. Ja, wir nähern uns jetzt den VP2. Hier an der Zeche in Essen sind wir mittlerweile. Ja, die ganze Weile nicht mehr gemeldet. In dem Stück mit Karol gelaufen. Der ist ja kurz hinter mir. Ja, noch mal ein bisschen länger geregnet. Aber eigentlich nur so ein leichter Nieselregen. Nur ich wurde es ein bisschen stärker. Ich habe immer noch meinen Regenponcho an. Kann ich aber gleich, glaube ich, mal ausziehen. Ja, dann VP2 werde ich mich jetzt auch so ein bisschen mal niederlassen. Ne? Ein bisschen länger verweilen. Und würde ich sagen, meiner Stärkung geht es dann kraftvoll weiter. Bis später. Jetzt hier vor verschlossenen Schranken, aber kein Problem, es läuft weiterhin sehr gut. Es kommt sogar ein bisschen die Sonne raus, richtig klasse. Also, wenn es hier gleich die Schranken wieder hochgehen sollten, geht's weiter. VP3 liegt hinter uns an der Zeche Prosper, glaube ich, habt ihr gesehen. Ja, sieht sich schon Tetraeder, 387 Stufen hoch. Ja, ob das nach ich glaube knapp 35 Kilometer haben wir dann noch klappen wird, werden wir sehen. Ja, die Pausen sind heute immer ziemlich kurz. Ne? Ich nehme immer so Getränke auffüllen, Müsli-Riegel, ein bisschen Obst, Salzstangen und sowas. Ne? Ist wieder alles dabei. Ja, wie gesagt, ich kann den Tetraeder da oben schon sehen. Ja, und ich melde mich wie gesagt gleich oben dann wieder, wenn wir die Stufen gemeistert haben oder währenddessen ich hochstrapfe, schauen wir mal. Ja, an den VPs trifft man dann auch die Leute immer wieder. Gerade kam auch der liebe Jurian, wir erinnern uns zurück. Der hat uns, als ich mit Sebastian nach Venlo gelaufen bin letztes Jahr, da in Dülken ein VP bereitgestellt. War eine tolle Sache. Ne? Jurian, viele Grüße nochmal. Ja, wie gesagt, ich melde mich dann auf den Stufen des Todes, nennen sie sich, glaube ich, dann wieder. Bis später. Leute, die letzten Stufen. Wahnsinn. 307 Stufen gemeistert, oben angekommen. Jetzt kommt auch pünktlich die Sonne raus. Hier dieser tolle Weitblick. Ne? Echt klasse. Ja, bis gleich. So Leute, da haben wir ein Tetraeder. Ja, heute gehe ich aber nicht hoch. Wer sich das anschauen möchte, ich verlinke das Video von letztem Jahr. Ne? Genau. Und ja, jetzt ist gleich wieder auf die Strecke. Kilometer 40, kurz hinter dem Tetraeder. Wer holt mich da ein? Der Yannick natürlich. Hi. Passiert. 55 Kilometer zu Fuß, fußläufige Anreise. Jetzt hier noch die 55 Kilometer Mammut-Marsch-Ruhrgebiet. Das haben wir gestern Abend noch geschrieben gehabt. Ich sagte, du kannst noch nicht einholen. Eine Stunde später als ich ist er gestartet. Aber, wie man sieht, er hat es geschafft. Krass. Ja, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen mit. Mal sehen, ein bisschen mitziehen lassen. Das gefällt mir gerade so ein bisschen. Und ja, dann würde ich sagen, zügig geht's weiter. Zum Ziel. Yeah.
heute 15 Uhr ungefähr war ich im Ziel. 55 Kilometer gerockt, 7,6 km im Durchschnitt. Jetzt erstmal hier ein Köpi, Finisher-Bierchen. Prost! Das ist ich. Erste Medaille, sehr hübsch, wie ich finde, dieses Jahr. Finisher-Bändchen. Urkunde.